Quellenschiff. So, eure Mikros sind auf. Ihr könnt ab jetzt euch wirklich lustig machen. Offiziell. Die Leute können das mithören. Über den Trailer hinweg. Beach Bitch. Fuck. Alles gut. Wir würden uns doch nie über dich machen. Nee. Natürlich nicht, warum auch? Oh, er hat du bietest Brille. Ja auch keine Vorlagen. Wir haben heute festgestellt, die Brille gibt plus 3 auf die Int. Genau, diese Brille gibt plus 3 Intelligenz und wahrscheinlich minus 5 Charisma. Hallo, wir sind immer noch zu hören. Genau, Team Fresser sagt nicht mal, das Intro kann man genießen. Ja. Boah, dann hätten wir es nicht oft genug. Sorry, Stefan. Es tut uns leid, Stefan. Es tut uns sehr leid. Natürlich sind wir zu hören. Immer noch. Das war Absicht. Balin, das war alles, was du bisher erlebt hast auf diesem Kanal. War Absicht. Alles Absicht. Alles Absicht. Ist geplant. Schönen guten Abend. Immer. Schönen guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Heute zum Stream und so. Heute ist ein Feld leer. Nämlich das von Duncan. Weil der liebe Dustin die absurde Unverschämtheit besitzt, diese Woche im Urlaub zu sein. Das ist schon frech. Und ist auch keine Ausrede. Ich finde, da hätte man ja für eine gescheite Internetverbindung sorgen können. Eben. Ich finde auch. Heike hat auch vom Campingplatz gestreamt. Ja. Also vor allen Dingen, weil er meint, er wäre in Holland. Er wüsste nicht, wie das Internet ist. Digga, besser als in Deutschland. Viel besser. Am Strand ist es besser. Also, gut, das ist jetzt, also überall ist das Internet besser als in Deutschland. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, er ist heute nicht hier. Hat was Besseres vor. Kriegt er alles beim nächsten Mal wieder ab. Afrikandeln essen oder so. Ist okay, wir haben, wir treffen uns ja nächste Woche mit der Streaming-Crew. Und wir lassen uns was für ihn einfallen. Ich glaube, wir lassen uns was für ihn einfallen. Nicht diese Woche. Diese Woche hatte der liebe Dustin eigentlich zugesagt. Für das Grillen. Das hat er gemerkt. Also nach ein paar Wochen, nachdem er zugesagt hat, hat er gemerkt. Oh, da kann ich ja gar nicht. Da hatte ich ja meine Frau Geburtstag. So genau hat er es nicht ausgedrückt. Er hat erstmal geguckt, wie wir darauf reagieren. Ich glaube, er hätte am Ende seiner Frau noch verkauft, warum es eine gute Idee ist, ihren Geburtstag bei uns zu feiern. Aber gut. Ja. Wir haben es verschoben. Außerdem ist er jetzt im Urlaub. Genau. Außerdem ist er jetzt im Urlaub. Es sei ihm gegönnt. So. Ist ja ein Lehrer, die arbeiten sehr hart und schwer. Ich kriege das nicht raus, ohne zu lachen. Herzlich willkommen zu Pathfinder 2. Zu Blutige Segel. Das letzte Mal haben die Charaktere gut zusammen funktioniert, weil es ja auch aufs Maul gab. Ja. Also einfach so weitermachen. Vielleicht heute auch wieder. Mal gucken. Vielleicht heute auch wieder. Wir werden sehen. Ich lege mal die Würfel schon zurecht. Dann musst du aber neue Karten reinspielen, ne? Weil ich glaube, wir haben alles rausgedübelt, bis auf eine, was ging. Ja, und du glaubst jetzt, du kriegst die immer wieder rausgeschenkt, oder was? Die könnt ihr euch verdienen. Neuer Kampf, neue Karten? Nein. Wie nein? Wie verdienen wir uns die eigentlich? Ja, dann bitte, jetzt möchte ich das auch wissen. Das weiß ich noch nicht. Weiß ich schon. Das ist Na, Spielleiter-Willkür. Aber wollte ich gerade sagen. Absolute Spielleiter-Willkür. Büro aufräumen, irgendwie sowas. Für gutes Rollenspiel? Ilariel muss tanzen, schreibt gerade. Das tue ich doch sowieso. Ja. Live vor der Kamera. Aber das ist ja gemein. Noch hast du keine Stange. Ich sehe zumindest keine. Ja. Du Charaktere musst... gerne, Spieler nicht. Wie geht's euch denn, ihr drei? Boah, ganz gut. Für alle, die sich wundern, warum der Marianos Rotlichtviertel verlassen hat. er hat jetzt ein Büro.
Das hatte ich vorher auch schon, nur war das mehr eine Abstellkammer als ein Büro. Aber hier ändert sich auch noch ein bisschen was. Also es wird sich noch ein bisschen... Aber du hast jetzt einen Platz in der Wohnung. Das ist doch mal was. Ich habe jetzt einen Platz in der Wohnung. Für mich. Ja. Man Cave. The Man Cave. Ansonsten, hatte irgendjemand von euch irgendwas zu verkünden? Nee, aber ich wollte mal hören, wie euch denn Macbeth gefallen hat. Ihr wolltet das ja hören. Wir haben es gehört. Wir haben es gehört. Wir haben es tatsächlich, und zwar am Stück auf der Rückfahrt von München nach Hause haben wir das gehört. Und ich hatte tatsächlich Macbeth noch nie gesehen, gehört, irgendwas. Also ich meine, ich wusste, dass es das gibt, aber ich kannte das Stück nicht. Und ihr wart ganz fantastisch, aber die Storyline... Also Macbeth ist jetzt nicht das geilste Stück von Shakespeare, muss man sagen. Aber es war ein mega gut produziertes Hörspiel. Es war wirklich gut produziert. Also wirklich. Mit Sprechern, mit Geräuschen, mit allem. Es war absolut top. War richtig geil. Der wandelnde Wald, den fand ich ja auch schon ganz nett, die Idee. Also die Idee war gut. Ansonsten war das sehr... Ja, ist halt gut. Ne? Beim Autor kann man sich jetzt auch nicht mehr beschweren. Nee. Ich habe ihm eine Mail geschrieben, aber der antwortet halt nicht. Ja, viel beschäftigt der Mann, weißt du. Ja, weißt du, hier. Mhm. Hohe Nase. Der meint ja jetzt, er wäre wer. Ja. Aber naja, machst du nix. Nee, steckst nicht drin. Früher war der noch zugänglicher. Aber seit er jetzt Fame ist, weißt du? Mhm. Mir hat es tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Es wäre Henry V, also Heinrich der V, ist das Stück, was auch verfilmt worden ist, übrigens, Lukas. Und Othello, also Heinrich der V und Othello finde ich beide von der Story ein ganzes Stück besser als Macbeth. Aber auch länger wahrscheinlich, ne? Aber auch deutlich länger, deutlich länger. Ach, Othello ist doch gar nicht so lang. Aber Othello hat wesentlich mehr als Macbeth auf der Pfanne. Mag ich auch viel lieber. Also ja. Othello ist eines von meinen Lieblingen. Aber Macbeth ist ja klassisch, am Ende sind alle tot. Ja. Jetzt spoiler doch nicht. Es ist ja, das Shakespeare. Ist ja noch, so geht fast jedes seiner Stücke aus. Fast jedes. Es ist Shakespeare. Jedes Stück funktioniert gleich. Leute bescheißen sich, Leute reden nicht miteinander. Und am Ende sind sie alle tot. Hamlet, Massaker am Ende. Ja. Aber bei Macbeth ist es schon so, dass sie ihn ab und zu mal... Also nein, du willst ihn eigentlich von Anfang an schütteln. Also es ist halt eine... Was stimmt nicht mit dir? Lass das einfach. Lass gut sein. Schluss. Ja. Aber nein. Macbeth könnte eigentlich ein richtig netter Kerl sein. Ja. Wenn seine Frau nicht wäre. Ja, natürlich. Und wenn er nicht so ein karrieregeiler Penner wäre. Also muss man ja sagen, er hat jetzt ja von kommt, sich aus schon jetzt kommt Mariano die Idee. Und sagt, das ist ja nur wegen der Frau. Er wäre das ja gar nie. Aha, ja, klar. Doch. Also Lady Macbeth ist auch schon special. Aber er hätte ja auch Nein sagen können. Wo geht denn jetzt der Lurch hin? Ach, Nase putzen. Okay. Der Lurch geht sich die Nase pudern. Auf jeden Fall, schaut's euch an. Also, wer ein Shakespeare-Stück überlebt, war in der Story unwichtig. Ja. Kann man so sagen. Schon. Also die Hauptfiguren sind fast immer tot. Fast immer. Bei Hamlet sterben auch die Nebenfiguren. Ja, bei Hamlet sterben quasi alle. Oder es ist eine der Komödien. Da sterben nicht alle. Ich glaube, ich habe noch keine von seinen Komödien gesehen. Ja, dann. Team Fressab fragt, ob ich Nein zu meiner Frau sagen kann. Ja, natürlich. Ich kann sagen, nein, Schatz, du hast nicht zugenommen. Ja. Nein, hättest das du nicht viel Lärm um nichts? Viel Lärm um nichts stirbt keiner. Ja, eben. Sommernachtstraum glaube ich auch nicht. Gut, Sommernachtstraum. Den kenne ich, ja. Gut, doch. Viel Lärm um nichts, wie es euch gefällt, da sterben keine Leute. Probier's mal, Ski. Ohne Tod. Die Komödien sind gut. Mit hier. Ach, ob das was ist. Gibt es doch auch die Kenneth Branagh-Verfilmung von
Ist es, wie es euch gefällt? Viel Lärm um nichts. Viel Lärm um nichts, genau. Habe ich auf DVD, kann ich dir mitgeben, wenn du nichts zu machen hast. Mit der kommst. Emma Thompson. Heißt sie Emma Thompson? Ja, seine Ex-Frau. Ja. Seine Ex-Frau. Also nicht die von Shakespeare. So, jetzt können wir mal anfangen. Oh, ich jetzt weiß nicht, wenn einer stirbt, dann ist es irgendwie so... so lame. Ich habe noch eine Kleinigkeit zu sagen. Oh Gott. Für alle, die schon sehr, sehr lange meine Streams gucken und die Streams auch schon gucken, bevor ich sie selber hier bei Lurch und Lama gemacht habe. Ist das schon offiziell? Stopp. Das ist offiziell. Okay, ich frage dann nur mal. Es ist offiziell. Ich habe extra nachgefragt, ob das jetzt safe ist und ob ich drüber reden darf. Okay. Und dann wurde mir gesagt, ja, es ist safe, so wird es geplant. So. Am Freitag auf der RadCon bin ich eingeladen worden von Ulysses und wir werden das DSA 1 Let's Play die Auckland Trilogie weiterspielen auf der Bühne. Das heißt, es gibt ein Wiedersehen mit dem bestaussehendsten, gebildetsten, mächtigsten Magier, den Aventurien jemals gesehen hat und sehen wird. Nämlich Mondragor, der Weise. Jawohl. Es gibt einen extra Preis für magische Forschung, der nach Mondragor, dem Weisen, benannt worden ist. Ist jetzt offiziell Kanon. Ja? Oh Gott. Ein Forschungspreis, der ausgelobt würde. Zur Erforschung der Orks und des Orklandes. Ja. Ich muss kurz stöpseln und wieder anschauen. Oh nein, auch das noch. Ach Gott, du hast schon wieder ein Standbild. Aber sie lächelt. Aber sie ist ein lächelndes Standbild. Du musst jetzt immer aufpassen, du freundlich. Das wäre ein super Standbild. Oder? Gewesen. Oder? Genau, Mondragor ist Mandragor auf Wish bestellt. Ganz genau. Das trifft's. Also, wir werden das da weiterführen am Freitagabend. Freue ich mich sehr drauf. Freue ich mich wirklich sehr drauf. Wird bestimmt sehr lustig. So, meine Lieben. Sind wir bereit? Ja. Raus. Im Übrigen sind wir Stufe 5. Genau, die Charaktere sind Stufe 5. Ihr könnt ja mal kurz sagen, was ihr so auf Stufe 5, so die wichtigsten jetzt. Sachen, die ihr besser könnt als vorher. Wer fängt an? Ski, fang du mal an. Mach ruhig. Okay, also, ich habe jetzt Healing Hands. Also, ich habe jetzt heilende Hände und verletzende Hände. Ich habe beides, weil ich nämlich den vielseitigen Quell habe. Das heißt, ich mache jetzt mehr Schaden mit den verletzenden Händen und mache mehr Heilung mit den heilenden. Und ich habe jetzt robuste Erholung, das heißt, ich bekomme einen Bonus bei erfolgreichen Medizinwürfen, wenn ich Leute von Krankheiten und Giften heile und wenn ich gegen Gifte und Krankheiten geheilt werde, kriege ich auch einen Bonus. Sehr schön. Und Attributsverbesserungen? Ja, gut, jede Menge. Also, ich meine... Ja, jede Menge, einiges. So oft kommen die nicht. Genau, da kam einiges zusammen. Genau, wie ein schwarzes zusammen. T-Shirt sagt, du kannst jetzt Leuten auf den Arsch hauen und machen, dass es ihnen damit besser oder schlechter geht. Das kann ich ja schon die ganze Zeit, aber ich hatte jetzt kannst du es noch besser. Ja. Klingt nach Domina, vielleicht. Ja, jetzt bleibt ein roter Handabdruck übrig, wenn ich das mache. Gut. Wie sieht es denn bei Mandrakir aus? Was kann der denn Schickes? Ja, Mandrakir kann jetzt mal erstmal dafür sorgen, dass wir eventuell unbemerkt irgendwo durchkommen. Also er kann Dunkelheit zaubern. Sehr schick. Also das ist, glaube ich, schon ganz cool. Wenn du das zauberst, ist es aber auch für uns dunkel, oder? Ja. Kommt drauf an. So. Also ich kann das... Also außerhalb von uns oder ob wir drin stehen. Gebiet. Genau, ob wir drinstehen, dann ist auch, dann sehen wir nichts. Also gar nichts. Anders sehen andere nichts, wenn ich es auf eine andere Gegend mache. Dann habe ich ja letztes Mal bei
bei dieser einen Tante, die wir da umgehauen haben, gesehen, dass das so mit der Vampirberührung irgendwie ganz cool ist. Oh nein, macht doch nicht alles Schlechte nach. Naja, es heilt mich und vor allem macht es Schaden. Und zwar richtig viel. Ja, ich glaube 6d6 oder so. Ja. What? 6d6 Schaden und die Hälfte davon, von dem Schaden, den du machst, bekommst du als Heilung. Heilung drauf. What? Oder zumindest als temporäre Hitpoints, ja. Ja. Und eine Sache, auf die ich mich schon freue, wo ich die deutsche Übersetzung noch nicht ganz genau weiß, ich tippe mal, dass es Glitzerhaut ist, heißt Sparkle Skin. Das ist so oh mein für... Gott. Ja. Das passt so zur Vampirhand, das ist ganz furchtbar gerade. Ich habe ja. Du glitzerst und bist Vibe. Vampir. Das ist nicht gut. Aber auch, ich kann auch andere glitzern lassen. Weil ich könnte zum Beispiel Duncan oder Nalani glitzern lassen und wenn die getroffen werden, dann kommt aus der Wunde eine Wolke von Glitzer und lenkt ihre Gegner ab. Wow. Ich finde das eine geile Idee. Ich möchte kein Glitzerblut. Wenn ich mich um die Stange wickel und dann glitzern. Ah, ja, brauchst du aber eine Wunde. Brauchst du eine Wunde für? Das kann man ja. Ach, das kriegen wir schon irgendwie hin. So fimschig bin ich nicht. Kann man in die Performance einbauen. Es ist echt die BDSM-Crew hier. Ja. Ja, also ich glaube, da sind ein paar lustige Sachen dabei. Wie sieht's mit Nalani aus? Nalani, ja gut, ich war ja vorher schon so geil, ich musste ja praktisch gar nicht steigern, aber sind ein paar gute. Also durch die Attributswerte sind natürlich die Fertigkeiten erstmal noch hochgewandert und ich habe Hitpoints wie... Also ich habe jetzt mehr Hitpoints, als Kiria je hatte. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ja. Auch dem geschuldet, dass ich unter anderem die Konstitution hochgesetzt habe. Und dann haben wir... Was habe ich denn? Ach, es gab so schöne Haudegen-Talente. Es gab 3 Stück und ich konnte mich nicht entscheiden. Aber am Ende habe ich die extravagante Athletik genommen. Das ist halbe Bewegungsrate bei Schwimmen und Klettern und so. Also... Ja, du bist ich bin einfach schnell. Überall. Und du... Vor allen Dingen ist dein Mindestwurf beim Klettern... Und springen prinzipiell erstmal um 10 gesenkt. Genau. Das ist schon mal um fucking 10. Und dann gab es noch ein Fertigkeitstalent. Da habe ich mir natürlich unverwüstlich ausgesucht. Und noch ein Abstammungstalent. Da hatte ich im Grunde gar keine Auswahl, weil ich kein Zauberer bin. Und da habe ich die ungeübte Improvisation bekommen. Die hatte die liebe Kiria auch schon, die kannte ich, das ist, dass man auf alles würfeln darf. Mit der habe ich auch geliebäugelt. Ja, aber weißt du, das Lustige ist, ich habe erst das Fertigkeitstalent ausgesucht, habe darüber nachgedacht, dachte dann, ach naja, zu Kiria hat es gut gepasst wegen Oppas Buch, zu Nalani passt es nicht. Gut, bist du weg, mache ich dann, weißt du, nächster Stufenaufstieg so, okay, ich krieg's zwanghaft, na gut, dann hätte ich jetzt auch nicht drüber nachdenken müssen. Aber jetzt habe ich's. Ist jetzt, ich finde es jetzt für Nalani nicht das allergeilste Talent, aber Gott. Und tatsächlich machst du ab jetzt auch absurd viel Schaden. Aber das nicht, weil ich gestiegen bin. Doch. Ja, auch. Auf Stufe 5. Auch das, ja. Du machst jetzt bei einem Abschluss mit deinem Zahnsäbel 4W6 plus 4 Schaden. Aber das liegt auch... daran, dass ich überhaupt verstanden habe, wie es geht. Ich meine, wir sind Folge 16, ich habe den Kampf verstanden. Ist doch gut. Ja, es läuft. Hey. Wir können jetzt loslegen. Dann machen wir das doch mal. Dann legen wir doch... Ich hätte gerne einen Kampf. Ich weiß, wie es geht. Mal gucken. Ja. Wir gucken mal, was sie machen lässt. Wir legen mal los.
Willkommen zurück in Blutbucht. Ihr hattet beim letzten Mal einen kleinen Ausflug in den Dschungel gemacht, um eure Navigatorin Quila zu suchen. Ihr habt sie auch gefunden, allerdings habt ihr rausgefunden, dass Quila sich in den Händen einer Gruppe Entführer und Meuchler, angeführt von einer Nekromantin, befinden, die offensichtlich geschickt worden sind vom Aspis-Konsortium, um diese Navigatorin eine Zeit lang aus dem Weg zu schaffen, damit ihr sie nicht findet. Das war der Auftrag, den sie bekommen haben. Sie sollten sie nicht töten, sie sollten bloß dafür sorgen, dass sie lang genug weg ist, dass ihr keinen Zugriff auf Quila habt. Das habt ihr dem Aspis-Konsortium nicht durchgehen lassen und in einem recht epischen Kampf habt ihr mit der stinkigsten Nekromantin, die man finden konnte, gekämpft. Und diese dann am Ende getötet, wobei im Augenblick ihres Todes ihr gesehen habt, wie ein Geist, ihre Seele, was auch immer, ihren Körper verlassen hat und in Richtung Blutbucht weggezischt ist. Das habt ihr gesehen, was auch immer das heißt. Ihr seid jetzt gerade wieder aus dem Dschungel raus und seht schlammig aus. Sehr. Also ihr seid dreckig, von oben bis unten. Alle. Weil ihr euch entweder mit Ascheöl eingerieben habt oder mit Uferschlamm. So seht ihr jetzt aus, als ihr wieder das Stadtgebiet von Blutbucht betretet. Mit euch dabei Quila. Nun, ich denke, unsere Wege könnten sich erstmal trennen an dieser Stelle. Ich weiß ja, wo ich euch finde. Und ich freue mich schon sehr auf die gemeinsame Fahrt. Endlich mal wieder Planken unter den Füßen. Ich denke, dass ich auch die nächsten ein, zwei Tage dann in der Kombüse einziehen werde. Alles klar. Sehr gut. Das macht ja durchaus Sinn. Dann verabschiede ich mich von euch und freue mich, dass ich mein Fernglas wieder habe. Sie zwinkert Nalani noch einmal zu und macht sich dann auf den Weg durch die Stadt. Ihr steht da. Jetzt erstmal am Stadtrand. Ich möchte baden. So ein bisschen waschen wäre nicht verkehrt. Ja. Dringend. Duncan wirkt ein bisschen nachdenklich und sagt, also, ja? Alles in Ordnung, Duncan? Ja. Wir haben ja darüber gesprochen, wie viel wir noch lernen müssen, um irgendwie an Bord zu gehen. Und es gibt ja diesen Druidenzirkel. Und ich dachte mir, dass ich mal so den gehe und gucken, ob die was können. Vielleicht keine schlechte Idee. Zumindest könntest du vielleicht was mitnehmen, wenn die direkt uns nichts bringen. Ja, aber ich glaube, die finden schon nur sowas cool. Also, nichts für ungut, aber ich glaube, ihr braucht da erst gar nicht hinzugehen. Duncan, warte mal kurz. Du kommst dann ja in der Nähe der Brauereigilde vorbei. Ja, da kann ich vorbeigehen. Hm. Geh da mal vorbei und vielleicht versuchst du, das ein bisschen unauffällig zu machen und bring. Ich krusch einen Notizzettel aus meiner Tasche raus und fange an, was zu schreiben. Und gib das mal bitte ab, aber nicht an irgendjemanden, sondern direkt
an Radion, den Braumeister. Okay, unauffällig bin ich Profi drin. Ja, das habe ich befürchtet. Versuch einfach nicht, vielleicht schaust du dich einfach mal kurz um, wer dabei ist, wenn du ihm den Zettel gibst. Das wäre schon super. Vielleicht kommst du unauffälliger raus, wenn du ein Bier kaufst dort oder so. Also erstmal kann ich super durch die Stadt schleichen und ich könnte mich in eine Raubkatze verwandeln. Das ist, glaube ich, nicht so unauffällig mitten in der Innenstadt. Ratte. Versuch's als Ratte. Das ist langweilig. Ich versuche das mit der Raubkatze. Ich meine, ich habe da sehr lange geübt. Ich kriege das irgendwie hin. Hm. Er strengt sich an, verwandelt sich und vor euch steht so eine leicht pummelige, unglaublich niedliche Kuschelkatze. Oh. Wirklich sehr niedlich mit so riesigen Augen. Ist die jetzt auch total dreckig? Ja, die ist auch ein bisschen, bisschen dreckig. Das ist ja süß. Naja, er hat seinen Waschlappen ja dabei. Nicht wahr? Du hast den Waschlappen dabei. Ja, und dann läuft er weg. Macht Wo ist jetzt sein Zettel? Der verwandelt sich mit. In? Alles, was er in den Taschen hat. Und Rucksack, Waffen und so weiter. Das verwandelt sich mit. Frag mich nicht. Ich habe keine Ahnung, was ist. It's magic. Ruinen, weißt du. Du konntest das doch auch mit Ja, ich Nanani. Weiß. Ich fand's da schon komisch. Ja. Mit Kiria. Gut, dann steht ihr da zu dritt. Ich möchte immer noch baden. Wenn er sich jetzt zurückverwandelt, ist er aber wieder dreckig, oder? Ach, das ist egal. Vermutlich. Ja, stinken wird er so oder so. Ja. Kombüse? Ja. Ja. Was haben wir denn für eine Tageszeit? Ihr schafft es problemlos, in die Kombüse zu kommen. Niemand hält euch auf. Morgens, obwohl, Mittag, ihr könnt mal eine Wahrnehmungsprobe machen. Nochmal, morgens, mittags, abends. Was haben wir denn? Es ist abends. Okay. Natural 20. Alter. Meine erste, glaube ich, überhaupt bei Blutige Segel. Ich höre das so oft, aber es ist eigentlich immer Danken wahrscheinlich. Ja, also es ist ganz, also ständig. Was denn? Der kann nur 1 oder 20, dazwischen macht der nichts. Ja. Ja, dann vergiss 16. 26. Dann tatsächlich seht ihr, also vor allen Dingen mit der Natural 20. Bei den anderen ist es Gefühl, ihr werdet beobachtet. Mandrakir, du bist dir sicher. Und es ist auf dem Weg nicht immer der gleiche. Es sind mehrere Leute, die euch beobachten. Also es ist nicht einer, der sich ständig verwandelt. Nochmal. Aber scheinbar gibt es eine Gruppe von Leuten, die darauf angesetzt wurden, euch zu beobachten. Genau, das sage ich den beiden anderen. Es gibt mehrere Leute, die irgendwie uns beobachten. Das passt. Ich habe mir sowas auch schon gedacht. Zeig mal auf einen. Muss ja erfahren haben, dass wir Quila anheuern wollen. Unauffällig zeige ich auf einen von denen. Wirkt wie ein Händler. Von der Kleidung her würdet ihr sagen, ein Händler. Ich laufe auf den zu, strammen Schrittes. Oh, okay. Oh. Und zwar so richtig. Ja, du läufst auf ihn zu, urplötzlich, worauf er so und sich dann so ein bisschen strafft und guten Tag. Warum glotzt du so? Entschuldigung, es ist eine freie Stadt. Mhm. Ich schaue gehe hinterher. Ich muster den mal so. Wie gesagt, es ist ein Mensch. Alter, so Ende 30 würdest du schätzen. Ende 30, Anfang 40. Gute Kleidung.
wie gesagt, Händler würdest du schätzen. Ja. Ja. Ja, dann. Schöne Grüße an wen auch immer. Wir sind wieder da und wir wohnen immer noch in der Kombüse. Ich klatsche ihn so auf die Backe und gehe wieder. Oh, Mandrak hier. Ja. Ich hat gehofft, du schallerst ihm eine, aber das ist auch in Ordnung. Und er war super höflich. Er guckt, macht auch ja, nur seinen Job. Mach ich. Er sagt tatsächlich, ja, mach ich. Und guckt euch dann noch hinterher und verschwindet dann. Ja. Ihr bemerkt dann noch einen, ab dann werden die unauffälliger. Nicht unauffällig genug ja, für dich, Mandrak hier. Du hast da irgendwie ein Auge gerade für. Aber vor allen Dingen sind das in erster Linie Leute, die du hinter Marktständen oder so erwarten würdest. Also scheinen alles Leute zu sein, die was mit Handel zu tun haben. Ach, wer kann denn nur jemand auf uns angesetzt haben? Ich habe keine Idee. Wer hat denn hier mit Handel zu tun und könnte was von uns wollen? Aber echt, vielleicht gibt es ja eine geheime Händlergilde. Vielleicht, dann sollten wir vielleicht nochmal gucken. Ich frage mich nur, warum all die Mühen, ich meine, die kosten ja alle Geld, die Jungs, und ich meine, die wissen doch, wo wir wohnen. Ich hoffe, dass sie jetzt, wenn wir uns ein bisschen besser anstellen, müssen sie vielleicht bessere Leute bezahlen und dann bitten wir die indirekt mehr zur Kasse. Ich würde mich so freuen, wenn wir die richtig viel Geld kosten im Moment. Tatsächlich wird es weniger dann, oder du siehst sie nicht mehr, aber das glaubst du nicht, wenn ihr in Richtung des Bereichs kommt, so Einflussbereich von Kombüse und anderen, von freien Kapitänen. Ich sag's ja jetzt nur ungern, aber vielleicht war es gar nicht so dumm, dass sich Duncan in eine Katze verwandelt hat. Mhm. Gut. Ja. In der Kombüse. Wenn wir ihn wiedersehen, sollten wir ihn auf jeden Fall mal fragen, wie das Wetter so ist. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Ich bin gespannt, was er antwortet. In der Kombüse ist, also es ist Abend, gut was los, eine Band, die auf der Bühne spielt. John Gundermann, der Halbling, läuft gerade mit dem Topf rum und verteilt ein Chili, das er selber gemacht hat. Das riecht aber gut, John. Oh, ja. Möchte ich auch. Mhm. Ich würde gerne erst baden, bevor ich etwas esse. Ja, klar. So was ähnliches wollte ich auch gerade sagen. Ja, da wir ja nur einen Topf zum Waschen haben, ich nehme es gleich. Und Bier und kleinen Bruder vom Bier. Ja. Oder zwei Brüder. Ein Piratengedeck. Genau. Ja, du bekommst tatsächlich ein ganz hervorragendes Chili. Dass es relativ scharf ist, wird dadurch abgemildert, dass auch Honig drin ist. Also es ist schon... Ein guter Koch. Es brennt gut, aber die Süße macht das erträglich. Ob das rein wie raus ist? Naja, das werden wir sehen. Gut, whatever. Ja. In der Zwischenzeit gehe ich auf jeden Fall schon mal zu uns aufs Zimmer und... entkruste mich. Ja, ihr geht hoch, wascht euch, zieht euch um. Mhm. Nalani hat sich halt einmal geschüttelt. Der Dreck fiel weitestgehend ab. Und wenn ihr so nach einer halben Stunde wieder runterkommt, ist Nalani gerade mit der zweiten Portion Chili fertig. Und dem zweiten Piratengedeck. Ja. Aber das hat Basis. Ich würde das auch mal nehmen. Ich brauche ja nicht zwei. Ja, ich nehme auch eins. Hinsteckst. Ihr bekommt das Gleiche. Wie gesagt, ein sehr gutes Chili mit Brot dazu. Und wenn ihr das Gleiche nehmt, bekommt ihr auch beide einen guten Krug Bier. Und also es ist Honigbier. Und
einen Rum dazu. Das tut ich gut. Schieb den Alani den Rum zu. Hui! Warte. Zack, weg. Kann ich jetzt waschen, ja? Ja. Oh. Gut. Ich schieb den Stuhl zurück. Kurz Gleichgewicht und dann stramme Schritte zur Treppe. Man hört einmal so, bums. Da hat sie wohl die Stufe verpasst, aber egal. Bei Druckbetankung passiert das manchmal. Ich fürchte, wenn das Aspis jetzt wirklich aktive Schritte einleitet, um uns davon abzuhalten, Leute zu rekrutieren, sollten wir vielleicht doch noch mal früher nach Dogo schauen. Hm. Ja. Oben geht die Tür von unserem Zimmer auf. Hey, habt ihr gesehen, wie das scheiß Wasser jetzt aussieht? Du wolltest ja nicht. Eben. Mann, du wolltest als Letztes. Scheiße. Tür geht wieder zu. Ja, aber da hast du recht, Ilariel. Vielleicht, wenn der Lani gleich wieder da ist, vielleicht sollten wir dann einmal rüber zum Schulturm gehen. Na, Lani braucht nicht ansatzweise so lange wie ihr. Komisch. Also die ist so nach 5 bis 10 Minuten wieder unten. Eintauchen, abrubbeln, anziehen. Ich meine, bei dem Wasser eh wurscht. Ja, ist noch so ein bisschen Kruste hinterm Ohr. Ja, überall. Ja, ja. Überall noch irgendwas im Haar, es hängt überall. Ja, Lani. Was hältst du davon, wenn wir deinem Ork-Freund Dogo heute Abend noch einen Besuch abstatten? Zwei Besuche. Oh, heute, ja. Klar. Warum nicht? Super. Brauchst du vielleicht irgendwas zum... Nein. Alles gut. Alles prima. Ist ja auch frisch draußen. Wahrscheinlich 30 Grad und schwül, aber egal. Es ist ja auch eigentlich die letzte Position, die euch noch fehlt. Oh, danke, Kiram, für all die geschenkten Abos. Dann muss ich jetzt was anderes anziehen. Ich hock da so einfach nur so in einem Hemd und so die Hosen gerade so angezogen. Also sah irgendwie so aus, als wollte sie sich jetzt Druck betanken und dann schlafen gehen. Ja, dann zieh ich mal was an. Sollen wir dir noch einen Rum bestellen? Nein, das reicht. Nachher, wenn wir zurückkommen. Einen starken Tee. Vielleicht. Nein, alles prima, da muss ich nur wieder pissen. Ich gehe die Treppe hoch und zieh mich um. Gut. Und es dauert nicht lange, dann könnt ihr euch auf den Weg machen. Der Schuldturm ist nicht weit vom Regierungsgebäude sozusagen. Es gibt so eine große Villa, in der Admiral wohnt, der ja hier der Chef von Blutbrucht ist. Großadmiral Hartwig. Genau. Und in der Nähe ist der Schuldturm. Ist an das Gefängnis rangebaut. Und ist quasi eine Ecke davon, ist der Turm ein ganzes Stück höher als der Rest. Und es gibt oben ein paar vergitterte Fenster. Aber ansonsten nur Mauer, das ist unten jetzt keine Tür, die zum Schuldturm führt. Da muss man halt durchs Gefängnis hin. Kann man denn auch übers Gefängnis, über das Dach, den Turm hoch? Der Turm ist jetzt nicht irgendwie polierter Sandstein. Aber alle Fenster vergittert, die drin sind. Also sind nur die oben und die sind auch alle vergittert. Mhm. Soll ich mal gucken, wo er sitzt? Wir wollen ja ganz offiziell erstmal anfragen. Können ja, genau. Da sind wir aber außerhalb der Öffnungszeiten, würde ich sagen. Ich dachte, wir gehen abends, damit wir die Öffnungszeiten umgehen.
Ich glaube, das sehen die hier nicht so eng. Ja gut, dann. Habt ihr Geld mitgenommen? Ich hatte nicht vorhin jetzt auszulösen. Ich wollte jetzt erstmal wissen, ach, was einer noch da ist und was es kostet. Genau. Ein bisschen Geld habe ich auch dabei, aber wir können ja erstmal nachfragen und vielleicht einmal mit ihm reden nochmal. Hm. Vielleicht ist er jetzt ein bisschen nüchterner wird er sein. Nüchterner, ja. Es gibt ein großes Tor, so ein doppelflügeliges Tor, wo eine Tür auf der einen Seite drin ist, was offensichtlich der Eingang zum Gefängnis ist. Ich stehe so ein bisschen im Hintergrund. Gefängnis ist jetzt nicht so meins. Gibt es da irgendwie, keine Ahnung, eine Glocke oder... Nee, da ist so ein Metallring dran, womit du klopfen kannst. Klopfen wir doch mal. Mhm. Das Klopfen des Rings vor dem schweren Holztor hallt durch die Gasse, in der ihr seid. Und dann kommt einer und macht in dieser kleinen Tür in dem Tor so ein Fenster auf. Jo. Guten Abend, guter Mann. Ja. Wir hätten da ein, zwei Fragen bezüglich eines eurer Gäste. Kommt drauf an, welche Fragen und welcher Gast. Naja, der Gast ist ein Ork namens Dogo. Ja. Fein. Da hatten schon ein paar Leute Fragen. Ja. Der hat ja Schulden. Deshalb ist er ja hier. Ja, quasi. Wisst ihr denn, was es denn ungefähr kosten könnte, ihn auszulösen? Ja, es ist nicht so einfach. Was heißt denn quasi? Ja, das... Man kann ja auch Schulden haben, bei denen es nicht zwangsläufig um Geld geht. Also auch, aber nicht nur. Aha. Das bedeutet in diesem Fall? Er kommt näher ans Gitter ran. Ihr seht so ein leicht pockennarbiges Gesicht. Hat so eine Augenklappe an einer Seite. Naja. Passt schon. Rums, mach das Fenster zu, die kleine Tür auf. Na, komm mal rein hier in die Teestube, ne? Dankeschön. Ja. Ja. Es ist erstmal erstaunlich sauber, wenn man da reinkommt. Also man denkt halt eher so. Ich glaube, ich bleib vor der Tür, dem passiert ja nichts und wenn, sitzen sie ja auch nur ein. Du willst was? Du willst vor der Tür bleiben? Ich muss jetzt nicht zwanghaft freiwillig ins Gefängnis. Das haben die unter Kontrolle. Ja, dann wartet er kurz an der Tür. Nalani, möchtest du nicht mitkommen? Nee, ich. Was draußen. Ich bin mir sicher, wir können deine Expertise hier sehr gut gebrauchen. Ich glaube, ihr habt das unter Kontrolle. Außerdem auch gar nicht sicher da draußen, so ganz allein. Doch, doch. Ganz sicher ist das hier viel sicherer. Das ist schon okay. Ich klopfe, wenn ich Probleme habe. Okay, rums, macht er die Tür zu. Das Gespräch habe ich ja bis hierhin verfolgt gehabt, ne? Bis hierhin, ja. Ja, super. Ich mache mich schon mal auf den Weg und suche schon mal einen Aufstieg aufs Dach. Okay. Gut, er führt euch in eine Wachstube. Da sitzen noch eine Wachfrau, das ist eine Zwergin und ein weiterer Wachmann, ein Mensch, die sitzen da und kloppen Karten. Obwohl, nee, die spielen Backgammon. So. Nehmen Sie mal Platz. Ja, also der Dogo. Mhm. Also ja, im Prinzip geht es um Geld, aber das Geld, um das es geht, ist halt eine Mitgift, die er bekommen hat. Oh. Mhm. Und dann aber zum Hochzeitstermin nicht aufgetaucht ist. Mhm. Und da gibt es jetzt ein paar Leute, die ziemlich sauer sind. Verständlich. Wer ist denn Familie der Braut vermutlich? Ja, die Braut und die Familie der Braut.
Die sind, ist eine alteingesessene Familie eigentlich hier in der Stadt. Die haben auch tüchtig Geld, so ist es ja nicht. Das ist eine Ork-Familie. Also er hat einer jungen Ork-Frau schöne Augen gemacht, wenn man das bei Ork so sagen kann. Ja, sie hat eingewilligt und dann hat er gesagt, der Heirat steht nichts im Wege, wenn die Mitgift stimmt, und die hat er dann bekommen und hat sich dann aus dem Staub gemacht. Also um genau zu sein, aus dem Staub gemacht stimmt nicht ganz. Er ist von einer Taverne zur nächsten, hat die Mitgift versoffen und hatte hinterher gesagt, also er behauptet jetzt, er hätte die nie bekommen, aber da gibt es Zeugen für, ich sag ja, ist ein komplizierter Fall. Ja, wie hoch war die denn, die Mitgift? Ja, die Mitgift, das waren 500 Goldstücke. Puh, das ist einiges. Er hat gesagt, er wäre ja auch eine gute Partie, er wäre der beste Quartiermeister, den es gibt. Und als solches würde ihm so etwas zustehen, wie auch immer der das gemacht hat, die war ja nicht dabei. Ja. Aber er hat sie auch nicht ganz, also Reste davon sind wohl noch da. Mhm. Und er hat sie uns zur Verwahrung gegeben, um seine Unterbringung ein bisschen zu verbessern. Hey, 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 hey. Für wie lange muss er denn eigentlich hier im Schulturm sitzen? Naja, bis er die Schulden zurückbezahlt. Und da gibt es jetzt die Diskussion, der Brautvater sagt, er will das Gold wieder haben. Die Braut und die Brautmutter sagen, er schuldet am Ende gar nicht das Gold, sondern die Hochzeit. Mhm. Also ich glaube, wie heißt denn Familie? Die Familie ist die Familie Garrosh. Garrosh. Orkschmiede hier in der Stadt. Mhm. Okay. Garrosh. Mhm. Ah ja. Verstehe. Die Braut ist Susi Garrosh. Ja, ich weiß. Da dachten, sie passen sich hier in der Stadt ein bisschen, aber egal. Okay. Tja. Währenddessen außerhalb des Gefängnisses. Du findest tatsächlich eine Stelle, wo du prima hochkommst. Also, das fragst dich, warum jemand die Mauer als Leiter gebaut hat. Also, das ist halt zum Teil recht grober Stein. Und du lässt dir ein bisschen Zeit, um eine gute Stelle zu finden. Und ganz ehrlich, ich weiß, wie deine Werte im Klettern sind. Du kletterst da hoch. Also wir brauchen jetzt, du kannst gern würfeln. Was hast du gewürfelt? Eine 11, aber plus. Ja, aber 11 plus ja, ja. Die 9 beim Klettern sind 20. Der Mindestwurf ist um 10 erleichtert. Warte. Plus wie viel hast du gerade gesagt? Nee, plus 13 ist es, ne? Plus 12. Plus 12, ja. Das heißt, du hast eine 23. Ja. So schwer ist es bei weitem nicht. Du gehst gemütlich die Wand nach oben und siehst dann hinter einem der vergitterten Zimmer, tatsächlich steht da drin ein Bett mit Federdecke und Kissen und so einer Überdecke, die aber so am Fußende zusammen ist. Einen Tisch, wo sehr viel zu essen drauf ist und vor allen Dingen auch ein Fass mit Rum steht, so ein kleines. Und der Ork sitzt im Lendenschurz und mit sonst nix. Auf einem Stuhl nach hinten gekippelt, die Füße auf dem Bett. Ja. Und sieht so aus, als würde er gerade schlafen. Zumindest hat er die Augen zu.
Grogu. Er guckt Richtung Tür. Hier, Fenster, Mann. Ha. Wer bist du denn? Sag mal. Ma. Oh Gott, einer von denen. Mensch, kann sich nicht erinnern. Die Kneipe. Du nackt. Hier auch so ein bisschen. Die Kneipe und ich nackt ist nicht, hat nicht genug Trennschärfe. Das könnte immer noch. Ach. Ja. Wir haben einen Deal. Meine Spucke klebt an deiner Hand, also was los? Ja, der Deal war, du holst mich hier raus. Der Deal war, du kommst bei uns aufs Schiff, dann wurdest du abgeholt. Ja, wenn ich hier rauskomme, komme ich auf euer Schiff. Ja, ich habe da unten vernommen, irgendwie, das Problem ist nicht Geld, sondern irgendwas anderes. Was hast du gemacht? Ja, naja, so genau weiß ich das gar nicht. Was sagen denn die anderen? Ah, die sagen möglicherweise, dass ich heiraten soll. Ich muster den. Ernsthaft? Ja. Was soll denn das heißen? Ich bin eine 1A-Partie. Du kannst deine Hose nicht anlassen. Gut, das erklärt einiges. Schon schwanger, die Lady, oder was? Nein, aber ich sag mal, die Mitgift wurde schon transferiert. Ah. Vermutlich hast du deinen Junggesellenabschied an dem Abend gefeiert, als wir dich gesehen haben, hä? Ja, Junggeselle ist so ein großes Wort. Scheiße nochmal, wer ist so bescheuert und hat dich gefragt, dass du... Welcher Vater gibt seine Tochter in deine Hände? Was soll das denn heißen? Du hast besoffen auf dem Fass, ohne Hose auf dem scheiß Fass gehockt. Also es gibt diverse Väter, die ihre Tochter in meine Hände gegeben haben, ja? Mehrere. Wie viel Mitgiften hast du versoffen in deinem Leben? Ich bin schon viermal ein sehr guter Ehemann. Also besser als die meisten Ehemänner, weil ich gehe denen ja nicht auf die Nerven. Also. Okay, pass auf. Das wäre jetzt 5, das finde ich jetzt echt übertrieben. Sag mal, aber nicht alle hier in Blutbucht, oder? Nein! Für was hältst du mich? Also in jedem Hafen eine Lady, okay, ist ja super. Ja, nicht in jedem. In den letzten 4. Ich liebe die alle. Ja? Ja. Ist ja schön, vielleicht gehen wir welche besuchen. Boah. Ich weiß nicht, ob das jetzt so zwangsläufig... Aber, ja. Ja, wie kriegen wir dich jetzt hier bitte raus? Willst du die heiraten oder nicht? Ich dachte schon. Gut, also müssen wir nur ein bisschen Aufschubsgeld bezahlen. Und dann bringen wir dich zurück und dann... Also ich glaube... Also, Mutter und Tochter, das kriege ich hin. Also, die überzeuge ich. Aber der Vater ist halt echt sauer. Ja, gut. Vielleicht, wenn... Wir legen ein gutes Wort für dich ein, oder? Ja, wenn ihr das schaffen würdet. Aber dir ist klar, wenn wir dich zurückbringen, sind wir deine Trauzeugen. Ich geleite dich bis vor diesen Altar. Oder du sagst, du willst es nicht mit der Hochzeit, dann holen wir dich hier einfach so raus und ziehen Leine. Nee, ich habe das jetzt ja schon versprochen. Ja. Allerdings glaube ich, also die hat sowas gesagt von wegen Hochzeitsreise und so. Das klappt ja jetzt rein zeitlich, wird es ja dann doch schwierig. Naja, du heiratest natürlich erst, wenn wir wieder zurück sind. Ich glaube, das werden die nicht. Mein Gott, soll ich... Ich guck den Lendenschurz an. Du kannst nicht im Lendenschurz heiraten. Ja, ich hab schon noch Klamotten hier. Ich guck auf die Klamotten. Das sind wahrscheinlich die von... Da liegt so ein Stapel Klamotten rum. Was ist, wenn wir die Lady einfach mitnehmen? Zählt das als Hochzeitsreise? Wie mitnehmen? Ja, Hochzeitsreise und so.
Verstehe dich nicht. Wie verstehst du nicht? Du heiratest die, wir nehmen die mit aufs Schiff, du tust so, als wäre das eine Hochzeitsreise. Ihr kriegt ein eigenes Quartier und dafür kriegst du statt 15 Anteile nur 7. Fairer Deal. Hä? Was ist da dran fair? Du hast gleich die Hochzeitsreise mit drin. Weißt du, was das kostet? Weißt du, was das kostet, was, wenn die Lady eine richtige Hochzeitsreise haben will? Keine Ahnung, ich habe sowas noch nie gemacht. Ja, aber ganz sicherlich mehr als 7 Anteile. Und du musst mehr Zeit mit ihr verbringen. 10. Also überlegst dir. 8. 9. Du wolltest es schon sagen. Deal. Ich richte an die Hand. Er steht auf, wischt sich seine Hand am Lendenschurz ab. Gott. Ja. Ich streiche 15 Anteile und 9. Und es bleibt dabei. Minus einen Anteil für jeden Tag, wo du besoffen bist. Aber da haben wir ja die Lady dabei, die wird dir das schon austreiben. Aber es ist eine Hochzeitsreise. Auf einer Hochzeitsreise, das gilt nicht für die Hochzeitsnacht. Na gut, aber es ist eine Ausnahme. Das ist eine Ausnahme. Gut. Vielleicht können wir die Hochzeitsnacht euch ja hier noch irgendwo einquartieren. Irgendwie fände ich das ein bisschen creepy, dass das bei uns auf dem Schiff und so. Bäh. Das ist was ganz Natürliches. Ja, das weiß ich, aber... ja. Naja. Was willst du jetzt nochmal sagen? Hier ist dass alles du bestimmt genau laut da, rumgrüllst. Wo sie gehört. Gott. Okay. Deal ist Deal. Also wir gehen zum Vater, sagen, du heiratest die Olle morgen, besorgen noch ein paar Klamotten. Morgen schon? Ist denn was von der Mitgift noch über? Er geht zu seinem Klamottenstapel, holt so ein... Ja, schon. Komm, hergeben. Wir holen dir Klamotten dafür. Was? Gib her. Meine Klamotten sind völlig in Ordnung. Die sind nicht in Ordnung für heiraten. Die sind super, sind 1A-Klamotten. Auf gar keinen Fall heiratest du in den Stinkedingern. Sag mal, willst du mich heiraten oder Susi? Susi? Ja. Eine Elfe oder was? Wer heißt denn Susi? Nein, ist eine Orkfrau, eine anständige Orkfrau. Susi Garrosh. Orkfrau namens Susi? Willst du mich verscheißern? Ja, die Eltern dachten, sie wollen sich hier gesellschaftlich eingliedern. Bla. Gut, also dann noch dringender. Komm her, auf. Her mit dem Geld. Nein. Wie viel hast du überhaupt abgezogen für die Hochzeit? 500. Ja, willst du wohl mal 5 Goldstücke für ein paar anständige Klamotten überhaben? Ich hab Klamotten. Wenn der Vater dich wieder in den Schultern scheißen lässt, bist du schuld, weil du in Scheißklamotten aufgetaucht bist. Apropos Scheißklamotten, wie siehst du eigentlich aus? Wieso? Ich habe dich extra umgezogen. Hast du in Schlamm gebadet? Ja. Okay, die Antwort habe ich nie erwartet. wie auch immer. Ja, ich heirate die, aber in meinen Klamotten. Okay, wie du meinst. Alles klar. Ich kletter kommentarlos wieder runter. Schwende doch hier kein gutes Gold für irgendwelche Klamotten, die ich nur für die Hochzeitsfeier brauche. Ich warte unten vor der Tür, dass sie wieder rauskommt. Ja. Ja, im Wachraum. Ja. Also, wie gesagt, entweder das Gold zurück oder heiraten. Ich fürchte bloß, ihr müsst erstmal mit den Gläubigern klar machen, was von den beiden. Hm. Also, welche Option. Ja. Alles klar. Vielen Dank für die Information. Bitte. Wo finden wir denn diese Familie Garrosh? Er gibt dir eine Adresse. Mhm. Wunderbar. Beschreibt dir auch den Weg. Mhm. Dann wünsche ich noch eine ruhige Nachtschicht. Ja, meistens, ne? Ja. Ja. Und ich lege denen mal 50 Silber auf den Tisch hier für die Rumkasse. Ja, danke schön. Der. Das ist das erste Mal, dass die beiden anderen von ihrem Backgammon-Brett aufgucken. Als sie die Münzen klimpern hören. Da gucken sie das erste Mal. Ja, freuen sich alle drei drüber und ihr werdet wieder nach draußen geleitet. Auf dem Weg nach draußen, kurz bevor ihr an der Tür seid, guckt das. Sie beiden kommen hier irgendwie bekannt vor. Kann das sein? Dankeschön, das kriege ich ständig gesagt. Irgendwie.
Kommt es mir so vor, als hätte ich die Gesichter schon mal gesehen. Wir sind auch schon eine Weile in der Stadt. Hm. Naja. Oh, du weißt doch, ein Tiefling sieht aus wie der andere. Normalerweise bin ich gut mit Gesichtern. Ja. Habe ich sie denn schon mal gesehen? Und dann macht er die Tür auf. Ja, ich trete einfach nach draußen. Mhm. Ich auch. Fällt mir schon noch ein. Und viel Spaß mit dem Geld. Ja, macht mal beide eine Wahrnehmungsprobe. Boah. 27. 22. Hm? 27 und 22, meine Herren. Auf dem Weg nach draußen, ja, seht ihr, da ist so ein schwarzes Brett draußen in diesem Flur. Und zwischen all diesen Steckbriefen, die da sind, sieht man auch einen mit 4 Leuten drauf gemalt. Und also es ist entfernt euch ähnlich. Und da steht, dass das Aspis zu jedem Hinweis eine Belohnung bereit ist zu zahlen. Mhm. Hm. War klar. Ja, draußen wartet Nalani vor der Tür. So. Beziehungsweise Nalani. Sie kommt gerade um die Ecke zurück zu euch. Wo warst du? Ah, ich war oben bei Dogo. Hab mit ihm gequatscht. Hm. Okay. Hat er dir erzählt, dass er heiraten sollte? Ja, ich habe das Gefühl, wir müssen eine Hochzeit arrangieren. Spannend. Hab ich auch. Ja. Auf jeden Fall günstiger, als die 500 Gold zu bezahlen. Die ja, hat. Auf jeden Fall. Ich hab einen Deal ausgehandelt, einen ziemlich coolen. Okay. Ja, die Lady kommt mit, das wird ihre Hochzeitsfahrt. Dafür bekommt er nur 9 statt 15 Anteile. Ach, und sie kriegen ein eigenes Quartier und eventuell habe ich durchgehen lassen, dass er besoffen ist in der Hochzeitsnacht. Ja, gut, hoffentlich wird die Dame erträglich. Welcher Ork heißt Susi? Vielleicht kann sie auch schmieden. Ich meine, wenn ihr Vater Schmied ist. Ja. Laut Dogo wird es jetzt mit der Braut und der Mutter kein Problem geben. Ich glaube, der Vater will nicht mehr, dass er sie heiratet. Also müssen wir da wohl mal ein gutes Wort für sie einlegen. Ich würde sagen, das warst du. Und ich zeige auf Ilariel. Ich würde auf die Mitleidsmasche machen. Es tut ihm total leid. Wir haben mit ihm gesprochen. Er hat die Ohren hängen. Und so weiter und so fort. Mhm. Und er muss bald heiraten. Weil... Ja. Hm. Ja, wir sind übrigens auch in der sozialen Leiter ein bisschen gestiegen. Wir werden jetzt steckbrieflich gesucht. Von wem? Für was? Vom Aspis natürlich. Ja. Die wissen doch, wo wir wohnen. Ich verstehe das nicht. Welchen Hinweis erhoffen sie sich? Keine Ahnung. Wahrscheinlich nichts, was sie nicht irgendwie schon wissen, weil ich meine, sie wissen ja auch, wen... Sie haben mehr oder minder damit die ganze Stadt auf uns angesetzt. Wenn sie irgendetwas wissen möchten, werden sie es von irgendjemandem erfahren. Wahrscheinlich wird irgendjemand dahin rennen und erzählen, welche Zahnpasta wir benutzen oder so. Mega gut, pass auf, wir holen uns ein paar Jungs zum Alter von 9 bis 13, ne? Und die schicken wir immer mit der Info, wo wir als Dein Bild steht. Es hat relativ lang diesmal gehalten. Ja. Und die Jungs schicken wir immer mit der Info los, wo wir als letztes waren. Bringt denen ja gar nichts. Und wir machen halbe mit denen. Da kommt bestimmt noch was. Das finde ich gut. Du findest es gut? Das finde ich gut. Ja. Also zum Beispiel, sobald Dogo raus ist, schicken wir einen los und sagen, wir waren im Schulturm. Mal gucken, was sie bereit sind, für den ganzen Scheiß zu bezahlen. Das ist eine gute Idee. Das erklärt aber auch, warum die Händler uns die ganze Zeit so beobachtet haben. Naja. Aber ich meine, wenn schon Infos dann aus der Hand sind, dann sind die auch was wert, oder? Ja, klar. Ja, gut. Wir können natürlich auch noch ein paar Mal über den Markt gehen. Ilariel, genau. Deine Idee war wahrscheinlich nicht ganz falsch, dass es gar nicht darum geht, Infos über euch zu bekommen. Sondern
Das führt halt dazu, dass Leute euch beobachten, dass Leute euch Steine in den Weg legen unter Umständen. Dass es wahrscheinlich eher das ist, als dass sie Infos über euch wollen. Ja. Warum sollte das? Ich finde die Idee, da jetzt ständig Leute reinzuschicken und denen auf den Sack zu gehen, trotzdem nur sehr lustig. Ja, und wenn wir dabei noch Geld verdienen, ist noch geiler. Wenn die Geld da rausgeben, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, irgendwann wird es sie nerven, wenn ständig die Tür geht und irgendjemand reinkommt. Ja, ja. Fangen wir gleich morgen mit an. Wo wollt ihr denn jetzt als nächstes hin? Wie spät ist denn? Ah, es ist so 9, 10. Ja, allerdings ist Blutbucht eine Stadt, die tatsächlich entweder immer oder niemals schläft. Also man weiß halt nie, was die Leute für einen Rhythmus haben. Ne? Also es kann sein, dass das jemand ist, der eher nachts aktiv ist. Hier ist eigentlich immer Rummel. Habt ihr rausgefunden, wo Susi wohnt? Ja, ich habe meine Adresse geben lassen. Ist das weit von hier? Nö, ist nicht weit. Ja, dann lass es mal vorbeischlendern, dann gucken, ob da noch was los ist. Ihr kommt tatsächlich in die Schmiedegasse. Da sind sowohl Grob- als auch Feinschmiede ansässig. In dieser Schmiedegasse ist, also die meisten Häuser hier sind eher so robust, solide gebaut, so wie man das erwartet. Und es gibt eins, das ist ein Fachwerkhaus mit weiß getünchten Wänden. Auf den Fensterbänken stehen Blumen draußen und so. Und über der großen Tür hängt so ein sehr verziertes Schild, wo drauf steht Garas Schmiedespezialitäten. Es passt überhaupt nicht in diese, also wirklich gar nicht. Erkenne ich den architektonischen Stil? Varisisch. So grob von der Richtung. Also, du würdest sagen, pittoresk. Okay. Also übertragen ins Irdische ist das ein Schwarzwald-Fachwerkhaus. Wow. Sieht es aus, als wäre da noch jemand wach? Hier ist es Licht drin. Und Qualm kommt aus dem Kamin. Aha. Ja. Verkauf uns als Trauzeugen. Naja, ganz einfach, dass wir die Trauzeugen von Dogu sind und es ihm ganz schrecklich leid tut. Wir haben mit ihm geredet und er Susi über alles liebt und gerne sie heiraten möchte. Und dann eine Hochzeitsreise eine auf See machen will. Genau. Und er hat sogar Kreuzfahrt. Genau, und er hat sogar schon eine Reise gebucht. Es geht. Das ist ja ein adäquates Ziel. Ich will ja jetzt nicht sagen, dass wir irgendwie nach Scheliax reisen. Das ist ja jetzt nicht so der richtige Ziel. Als nächstes wollt ihr ja nach Port Fairness. Oh, Port Fairness ist doch, komm. Ja. Oder? Eine Schiffsrundreise mit unter anderem, in der unter anderem Port Fairness angelaufen wird. Genau. So. Hylaya schreibt gerade Abenteuerreise mit überraschenden Anlegestellen. Ja. Ja, das ist nur, wir geben nur Port Fairness raus und der Rest ist Überraschung. Mhm. Ich klopfe an der Tür. Ja. Die Tür geht auf und eine Orkfrau mittleren Alters in einem recht hellen, farbenfrohen Kleid, so mit mehreren Unterröcken auch, und sie trägt eine bestickte Lederschürze darüber. Und die Orgfrau öffnet euch die Tür. Einen wunderschönen guten Abend. Was kann ich für die Herrschaften tun?
Einen wunderschönen guten Abend. Es tut mir leid, dass wir so spät Sie noch stören. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ach, wir haben noch lange geöffnet. Alles gut. Ach, wunderbar. Ich bin die Priesterin, die die Trauung durchführen soll. Und deswegen bin ich heute Abend bei Ihnen. Bitte was? Nun, wir hatten mit dem Bräutigam gesprochen. Rums. Dogo. Das war falsch. Du hättest zuerst sagen müssen, wie leid es ihm tut. Denkst du, das interessiert die jetzt? Das ist klar, dass das gelogen ist. Nochmal. Die Tür geht auf und ein Ork mit einem Schmiedehammer in der Hand. Na toll. Jetzt ist das Level höher. Mit so einer knielangen Lederhose, Strümpfen und stabilen Schuhen und auch so eine Schürze davor. Und er hat tatsächlich ein schwarzes Hemd an. Da ist ja ein Schmied. Was ist hier los? Guten Abend, mein Herr. Wir würden gerne... Das wird sich noch zeigen. Ja, ich denke, Sie werden um einiges erfreuter sein, als Sie jetzt im Augenblick denken, wenn Sie kurz mit uns gesprochen haben. Wieso? Haben Sie 500 Goldstücke dabei? Darüber wollten wir mit Ihnen tatsächlich auch sprechen, über dieses Geld. Ha! Schatz, jetzt sei nicht so unhöflich. Bitte diese Leute herein. Darf ich Sie zu einem Tee oder Likör zu uns an den Tisch einladen? Das wäre wirklich allerliebst. Ja. Dann macht er die Tür weiter auf, steckt so den Hammer in so eine Schlaufe, die er an seinem Gürtel hat. Ja, dann nehmen Sie doch Platz. Ich würde gerne von außen nochmal so die Fenster mustern. Sieht man irgendwo noch Bewegung hinter einem anderen Fenster? Nee, da sind überall Gardinen. Ah, schade. Man sieht keine Gardine, die sich bewegt oder so? Nein, jetzt gerade nicht. Schade. Okay. Was für ein unheimlich außergewöhnliches Heim Sie haben. Warisisch? Tatsächlich, sagt dann die Mutter. Das haben Sie erkannt? Ja, sicher. Ich interessiere mich sehr für Kunst und Architektur. Ich selber bin ja aus Varisia und habe diesen Flair mit ihr hingebracht. Wirklich ganz außergewöhnlich, dass Sie es geschafft haben, das hier so einzupassen in die hiesige Architektur. Wirklich außergewöhnlich. Ja. Es war nicht sehr einfach, die richtigen Handwerker zu finden. Das kann ich mir vorstellen. Aber möchten Sie einen Tee oder Kaffee haben? Likör, danke. Sehr gerne. Ein Tee. Ich wäre auch mit einem Tee. Ja, dann nehmen Sie doch Platz. Da ist so eine Sitzecke. Tatsächlich ist an einer Stelle ist so eine Eckbank gebaut. Aus so geschnitztem Holz mit karierten Kissen drauf. Tischdecke auf dem Tisch, in der Mitte stehen Blümchen. Ihr fragt euch, das ist eine Schmiede oder was? Aber es gibt so eine sehr stabile Tür zu einem Nebenraum, wo möglicherweise die Schmiede dann ist. Der Vater setzt sich dazu, holt so eine lange Pfeife, so, die so unten aus Ton ist. Ach so, weißem Ton. Und die Mutter bringt dann tatsächlich einen Teekessel, Porzellantässchen mit Blümchen drauf. Und du weißt nicht, was das soll, Nalani. Es sind sehr kleine Gläser. Das sind diese Likörschälchen. Und da gießt sie dann aus einer kleinen Flasche so einen rotbraune Flüssigkeit, relativ dickflüssig, scheint sehr süß zu sein, gießt sie dann da ein und gießt sich selbst auch ein Likörchen ein. Und ja, dann Prösterchen. Ich versuche das Glas nicht kaputt zu machen. Ja. Vielen Dank. Und ich muss sagen, Sie haben wirklich einen erlesenen Geschmack, sage ich zu der Frau. Vielen Dank, ich gebe mir Mühe. Also, der Tee ist tatsächlich sehr gut und der Likör ist auch lecker, aber es ist halt sehr wenig. Also es ist so ein quasi so wie Eckes. Mm. Also es ist halt so ein Kirschlikör.
Wir kennen ja jetzt eine Seite der Ereignisse. Dürfte ich nachfragen, wie sich das für Sie dargestellt hat? Oh, das ist relativ einfach. Da hat jemand ein Versprechen gemacht und meint es nicht halten zu müssen. Ah, das ist aber nicht so. Ich kicke Nalani unterm Tisch. Au, oh Mann. Wir sind im Übrigen die Trauzeugen. Ich zeig auf Mandy und mich. Ja, also das sind die beiden Trauzeugen und eine Priesterin kommt auch gleich hierher. Ja. Das ist schon mal ein besserer Ansatz als beim letzten Gespräch. Das letzte Gespräch war nämlich bereits im Schuldturm. Nee, in einer der hiesigen Kneipen. Ach, da war er doch so besoffen, da hat er doch gar nichts mehr mitgekriegt. Was ihm total leid tut. Ich kick dich nochmal unter den Tisch. Au, Mann. Dogo weiß auch, dass er ein Problem mit dem Trinken hat. Ist das so? Ja, ja. Also als ich ihm gesagt habe, du hast ein Problem mit Alkohol, hat er gesagt, leck mich. Ja, aber jetzt ist es besser. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob das eine Beschimpfung war oder ob er das ernst gemeint hat. Ja. Es ist Folgendes. Ja. Dass er ein Problem mit dem Trinken hat, das wissen wir bereits auch. Diese Dame hier ist seine zukünftige Kapitänin und hat daher Maßnahmen ergriffen für eine Art Besserungsprogramm. Sie sind Kapitänin? Ja, das Schiff liegt noch drüben in den Docks. Wir werden bald aus. In meinem Kopf ist sowas wie, wundert mich genauso wie Sie gerade. Aber es ist ja so. Und können Sie sprechen? Ja, sie hat schon gesprochen. Also Sie sind die Kapitänin von einem Schiff. Werde sein, aber ja. Hm. Und er ist unser zukünftiger Quartiermeister. Alt genug? Sie hat elfisches Blut. Das ist leider sehr verwirrend manchmal. Ha. Guckt jetzt zur Seite und versucht deine Ohren. Ja, meine menschliche Mutter hat sich fast komplett durchgesetzt. Ha. Ja, bei ihr ist nicht so durch wie bei mir. Aber wir sind weit verwandt, also ja. Cousine. Ha. Weiß Dogo, dass sie hier sind? Ja, ja, wir haben mit ihm geredet. Ihm tut es total leid, was passiert ist. Total. Er liebt Susi über alles, hat er gesagt. Und wirklich? Ihr hört von oben. Ah, ja, jetzt kommt Hilfe herbei. Und vielleicht, ich würde sagen, 17-Jährige, 16, 17, Alter. Eine sehr, sehr junge Orkfrau in einem rosa Kleid kommt nach unten. Hat er gesagt, dass er mich liebt? Ja, total. Nein, jetzt mal wirklich. Wir haben gefragt, was mit ihm los ist, was das soll, dass das ja so nicht geht. Und dann haben wir wir haben gefragt, ob wir das Geld zurückzahlen sollen. Und er hat gesagt, nein, er möchte bitte seine liebe Susi heiraten. Die Liebe seines Lebens waren, glaube ich, seine Worte. Ja, ja. Das er möchte ganz viele Ork-Kinder mit dir kommen. Jetzt beruhigen wir uns hier mal, Susi, ne? Müssen wir erstmal gucken, ob das überhaupt alles so mit rechten Dingen zugeht. Und ich bemühe mich um eine steinerne Miene. Und um noch eins draufzulegen und zu zeigen, wie wichtig ihm das ist. Und da hat er schon dafür gesorgt, dass es sogar eine ganz besondere Hochzeitsreise geben wird. Ui! Mit vielen Überraschungen. Ja. Wo geht's denn hin? Also der erste Anlauf ist Port Fairness und von da an ist der Rest Geheimnis. Port Fairness, da war ich noch nie, Mama. Ja, da warst du noch nie, das stimmt. Susi, Schatz, bist du dir denn sicher, dass du das immer noch willst? Aber Papa, natürlich bin ich mir sicher. Ich bin mir sicher, das war alles nur ein Missverständnis. Ja, Missverständnis. Ist klar, ein 500 Goldstücke Missverständnis. Ich denke, wir brauchen nicht darüber sprechen. Der Mann hat seine Probleme und genau daher sind wir auch da und versuchen ihn auf dem Schiff wieder in gerade Bahnen zu lenken. Ich meine, was für einen besseren Umgang gäbe es da? Harte Arbeit. Er
kann nicht einfach so von einer Kneipe in die nächste ziehen. Ja, das stimmt. Und wir passen natürlich auf ihn auf. Nur um das gerade klar zu machen, schwarzes T-Shirt. Sie wundert sich gerade, warum die so jung ist. Zum einen, Orks werden nicht ganz so alt wie andere. Das heißt, für Orks ist 16, 17 völlig normal zum Heiraten. Also die sind wesentlich schneller erwachsen. Also das ist jetzt keine Kinderhochzeit, die da passiert. Das ist schon durchaus so im Rahmen. Das rosa Kleid ist in dieser Szene. Das rosa Kleid ist das, was in der Szene nicht ganz ins Bild passt. Also, das ist seltsam, aber sicher nicht das Seltsamste, was ihr bisher in Blutbund erlebt habt. Das ist schon irgendwie bezeichnend, dass ein Orkmädchen, eine junge Orkfrau im rosa Dirndl, nicht das Seltsamste ist, was ihr bisher in dieser Stadt erlebt habt. Aber es ist weit oben. Ist weit oben, ja. Gut. Wann soll denn diese Hochzeit stattfinden? Morgen, übermorgen. Bald, weil wir wollen bei auslaufen. Ich würde sie mit der Schifftaufe zusammenlegen wollen. Und die... Gleich derselbe, ein feierlicher Anlass. Ein bisschen Zeit zum Vorbereiten. Aber um sicher zu gehen... Bleibt der Mann bis dahin, wo er ist? Das finde ich durchaus einen guten Vorschlag. Nochmal mache ich sowas nicht mit. Verständlich. Wir sind ja die Trauzeuge, wir holen ihn ja auch ab. Gut. Beziehungsweise wir werden dann am Schiff stehen. Ich fände es sinnvoll, wenn Sie ihn abholen würden. Ja, das werde ich wohl tun. Mit ein paar Jungs. Genau, daran dachte ich. Gut. Dann sind wir uns einig. Also es ist in ein paar Tagen. Ich würde mich sofort bei Ihnen melden, wenn wir wissen, wann genau. Das liegt leider ein bisschen daran, wie die Vorbereitungen auf dem Schiff vorangehen. Das haben wir nicht in der Hand, da geht es um die Arbeiter. Ja. Ja, solange bis dahin bleibt, also in sicherer Verwahrung bleibt, habe ich nichts dagegen. Das können wir gerne machen. Wunderbar. Darauf trinken wir doch einen Schnaps. Das ist eine gute Idee. Ja. Prost. Dann kommen so mehrere kleine Zinnbecherchen. Und der Kirschlikör wird durch Kirschwasser ersetzt. Und das wird schön aufgeteilt. Also auch das sind sehr kleine, übersichtliche Pintchen. Was total ulkig aussieht, weil er wirklich, ich meine, er ist ein Orkschmied, der hat wirklich robuste, große Hände. Und ich nehme dann an diesem Henkelchen diesen Zinnbecher, der... absurd klein in seiner Hand aussieht. Muss man mal aufpassen, dass man den nicht mit runterschluckt aus Versehen. Ja. Während ihr dann noch sitzt und trinkt, klappt bei so einer Uhr, die oben an der Wand hängt, so eine Klappe auf und ein Vogel kommt raus. Das ist ja kurios. Was faszinierend. Das ist eine Kuckucksuhr. Wow. Die hat mein Mann selbst gefertigt. Ist das ein exotischer Vogel aus Ihrer Heimat? Ja, ja. Es ist ein Kuckuck. Faszinierend. Ja. Noch nie von gehört. Naja. Sehen Sie mal, wenn man weit reist, kann man viel lernen. Vogelkunde ist auch ein interessantes Thema, ja, stimmt. Susi sagt, ja, Dogo hat gesagt, dass er sich mit Vögeln sehr gut auskennt. Der Vater überlegt, ob er gerade irgendwie, aber jetzt bekommt jemand anders einen Tritt vors Schienenbein und die Mutter tritt ihm einmal unter den Tisch vors Schienenbein. Ja, das glaube ich auch. Ist bestimmt
Ornithologe oder so. Ja. Er hat mir schon viel über... Ja, aber... Ja. So, so. Na dann. Gut. Ich freue mich sehr, dass wir uns einig geworden sind. Ja, schauen wir mal, ob er sich dran hält, nicht wahr? Das wird er. Gut. Und dann seid ihr um ein bisschen Kirschlikör und Kirschbrand reicher. Ach nee, natürlich, sie geben Ilariel noch ein Fläschchen Kirschlikör. Oh. Für die Klerikerin. Ne? Das. Ach, vielen Dank. Das ist aber freundlich. Ja. So ein Zettel dran, wo man so eine Kirsche drauf gemalt hat. Oh. Ach, herzallerliebsten. Ja. Steck ich ein. Ja. Gut. Was möchtet ihr als nächstes tun? Na, wir werden jetzt wohl mal schlafen gehen dürfen. Also ich meine, wir haben in 0, nix. Wir kamen aus dem Sumpf, haben nebenher noch eine Hochzeit arrangiert. Das reicht doch für einen Tag. Tatsächlich, ja. Zieht ihr euch dann in die Kombüse zurück und könnt einfach schlafen gehen, wenn ihr möchtet. Oder... Jetzt haben wir noch ein Flitterwochen-Org-Pärchen bei. Möglicherweise. Eigentlich wäre es, glaube ich, besser, er wird sich nicht dran halten. Es tut mir irgendwie leid für Susi. Sie wird nur daran hättest du früher denken müssen. Naja, das ist jetzt ja nicht mein Problem. Also, ich meine, ich habe einen guten Deal gemacht. 9 Anteile statt 15 ist geil, aber die wird Nummer 5. Und ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, ob in Port Fairness nicht eine von denen hockt. Stell mal vor, die begegnen sich. Oh, was eine Schreierei. Und dann, stell mal vor, die heult den ganzen Weg. Das ist vielleicht ganz gut, wenn sie mit der harten Realität der normalen Welt konfrontiert wird. Ja, aber ich sag mal, aus diesem komischen Zuhause nach Scheliax zu reisen, das ist schon kontraststark. Vielleicht schmeißen wir sie vorher irgendwo raus. Ja, ist eine gute Idee. Das ist besser. Susi in irgendeinem Hafen abzusetzen. Wir können sie bei einer der anderen Ehefrauen lassen. Vielleicht findet sie auch in Port Fairness irgendjemanden, den sie besser findet. Ja. Und vielleicht finden wir jemand Besseren. Gut. Sei es wie es sei, ihr kommt zurück in die Taverne. Da ist nicht ein bisschen ruhiger. Es ist mitten in der Nacht. Gute Zeit für eine Taverne. Und an einem der Tische sitzen 2 Leute, die ihr schon kennt. Unter ihrem Tisch liegt ein relativ großer Hund, der sich zusammengerollt hat. Die sitzen da und essen und trinken was. Das ist ein Zufall. Tja. Mensch. Ich falle gleich so ein bisschen zurück. So bis leicht hinter Mandrakir. Wo wollten die 2 Pfeifen nochmal hin? Dein Bild steht wieder. Nach Heliax sollten wir sie mitnehmen. Vielleicht wäre es gar keine so schlechte Idee. Alle, die ich nach den beiden befragt habe, haben eigentlich Gutes über sie erzählt. Wollt ihr was zahlen? Ja, sie wollten zahlen. Ja was, das kann jetzt auch nicht schlimmer sein als das Ork-Pärchen. Da fällt mir ein, morgen noch. Unser Bade ohne Finger, seine Frau und hier das Folterpärchen. Der Folter. Ja. Mhm. Die müssen wir auch noch auftreiben.
Sollen wir uns zu den beiden setzen? Naja, wir sind ja mitten hier. Was soll passieren? Meine Dann Frage. Gehen wir doch mal zu Varian und Radovan. Radovan und Varian. Hm? Als ihr näher kommt, hebt der Hund ein bisschen seinen Kopf, öffnet ein Auge, mustert euch kurz und legt dann seinen Kopf wieder auf den Boden ab. Bleibt aber jetzt offenen Auges sozusagen. Guten Abend, die Herren. So weit weg von der Goldmanngrube? Ja. Da wir wissen, dass ihr hier nächtigt und wir bald mit bei euch an Bord zu hoffen, zu sein hoffen, dachten wir, wir kommen hier hin. Habt ihr noch ein paar Plätze frei für uns? Ja, nehmt Platz. Dann setzen wir uns auch. Also ich setze mich. Ungefragt werden euch Getränke gebracht. Ich, einen Knochen aus der Küche. Wir haben nochmal darüber nachgedacht und könnten uns durchaus vorstellen, euch mitzunehmen. Oh. Das freut uns. Wir dachten, haben uns schon überlegt, tatsächlich haben wir uns Gedanken gemacht, warum ihr zunächst so gezögert habt. Ja, wir sind schon ganz schön voll. Also wird auch keine Luxusunterkunft werden, ist klar, ne? Wir kennen euch halt auch nicht. Wir mussten uns erst einmal beraten. Ihr Schiff ist doch, dass das noch in Dock liegt, oder? Richtig. Richtig. Ah. Deswegen war ich erst ein bisschen überrascht, dass sie schon komplett voll sind. Aber das ist ja nur schön, wenn sie schon eine volle, gute Besatzung haben. Ja, wir haben eine Hochzeitsgesellschaft an Bord. Die nimmt viel Platz weg. Auf jeden Fall bis Port Fairness. Ja, das ist schön. Gut, also ihr braucht kein eigenes Quartier. Ihr könnt, ne? Es wird gruppenmäßig. Ja, wir kommen schon klar. Gut. Hatten wir schon darüber, ne, wir hatten noch nicht darüber gesprochen, was ihr uns zahlen wollt, oder? Wir würden pro Person ein Goldstück pro Tag. Kann ich mal auf Seefahrt oder sowas würfeln, ob das so... Das ist ein relativ großzügiges Angebot von denen. Das. Ich gucke einmal zu Nalani. Das hört sich durchaus angemessen an. Sollen wir vielleicht der Sicherheit halber schon mal für die ersten 3 Wochen vorab? Ja. Dann, ich nehme das Geld entgegen. Tatsächlich legt ihr aber keine Goldmünzen dahin. Also keine Goldmünzen, wie sie hier üblich sind, sondern er legt, das sind für die ersten 3 Wochen, das sind 21, 42. Er legt 5 chelische Platinmünzen auf den Tisch. Er legt sie so, dass man, also auf der einen Seite steht ja immer die Zahl und auf der anderen Seite ist ein Wappen. Und es sind je nachdem, wo sie geprägt sind, immer die Wappen der dort ansässigen Adelsfamilie.
die Münzrecht haben. Und die Münze, die oben liegt, hat das Wappen deiner Familie. Ich hab's. Ah, Drecksack. Fällt uns natürlich nicht weiter auf. Nö, meine, überhaupt nicht. Kennen das Wappen ja auch nicht. Platinmünzen. No. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Und ich sammle die Münzen ein und verwahre sie. Gut, gut. Wird noch ein paar Tage dauern. Wie gesagt, erste Hochzeit und ich glaube Schiffstaufe und... Wo finden wir euch? In der Goldmanngrube. Naja, stimmt ja. Bleibt ihr da, ja? Gut. Dann sagen wir Bescheid. Einen Tag, bevor wir loslegen. Sagt, wie heißt denn der Hund? Das ist Anisand. Anisand. Bekomme ich endlich den Knochen geliefert? Ja, tatsächlich, wo ihr gerade darüber spricht, kommt jemand aus der Küche mit einem Knochen, wo auch noch einiges an Fleischresten dran ist. Anisand? Der guckt tatsächlich zu seinem Herrchen. Oh, einer von denen. Ja, der nickt dann und dann nimmt er den Knochen. Wohl erzogen. Ich finde das ja unnatürlich. Das ist ein Hund und kein Soldat. Es ist mehr als nur ein Hund. Sagen wir, es ist ein Gefährte. Wir haben eine sehr, sehr enge Freundschaft. Wir sollten mit Essen aufhören, Mariano. Der Chat beschwert sich schon. Wir crunchen so ins... Ja, wir crunchen den Leuten so ins Ohr. Okay. Er guckt dich dann an. Ilariel, stimmt etwas nicht? Alles wunderbar. Warum soll etwas nicht stimmen? Ich dachte. Fällt mir irgendwas auf? Es erscheint eine gewisse Spannung zwischen... zwischen den beiden und also du merkst, dass Ilariel sehr angespannt ist. Um mich herum ist bestimmt 5 Grad kälter. Ja, dann gehen wir mal schlafen, hast ja alles geregelt. Gut. Dann wir sagen Bescheid. Noch einen schönen Abend. Ach so. Euch ebenso. Wir werden uns jetzt denken. Erstmal zurückziehen und ausruhen. Wir hatten einen ereignisreichen Tag. Die stehen dann auf, gehen vom Tisch weg. Der Hund steht auch auf, nimmt seinen Knochen mit. Dann bleiben sie nach einem Meter wieder stehen und der Magier von den beiden dreht sich zu euch um und sagt, könnten wir uns noch einmal unter 4 Augen sprechen? Und schaut zu Ilariel. Innerhalb dieser Wände. Gerne. Ich guck euch beide an. Und ihr seht, dass sie die Handtasche, die sie um sich hat mit den ganzen Arztmaterialien, dass sie halt die Schlaufe davon umklammert hält und knetet. Bitte? Und ich deute dann praktisch auf das Zimmer, wo wir untergekommen sind. Okay. Also ihr geht dann die Treppe nach oben und bleibt aber auf der Galerie in Sichtweite zu den anderen beiden stehen. Der Tiefling und der Hund bleiben unten. Also nur er kommt mit nach oben. Ist es ein Tiefling? Hatte ich gesagt, ist es ein Tiefling? Ja, genau. Ja. Ein schwanztragender Tiefling. Ja, genau. Ja, ich trage auch einen.
finde, wir sollten mit den Spielen aufhören. Bitte. Ich war es nicht, der mir heute Abend gedroht hat. Ich wollte nur testen, ob sie wirklich die sind, für die ich sie gehalten habe. Ach bitte. Ich bin nicht hier mit einem Auftrag, sie zu verhaften oder nach Hause zu bringen. Mhm. Und da es nicht mein Auftrag ist, sehe ich auch keinerlei Grund, es zu tun. Noch nicht. Aber wir sollen sie ja nach Filiax bringen, oder irre ich mich da? Ich bin aber in einer völlig anderen Angelegenheit unterwegs. Mhm. Kundschaft oder Filiax? Er lächelt. Sowohl als auch. Allerdings nicht mit dem gleichen Auftrag. Mhm. Hören Sie, ich bin kein Unmensch. Ich weiß, dass es Dinge gibt in solchen Angelegenheiten, von denen ich nichts weiß. Und deswegen bilde ich mir hier kein Urteil. Ich weiß, wie manche Familien in Filiax Angelegenheiten regeln. Meines Wissens nach gibt es keinen Haftbefehl. Und selbst wenn es einen geben würde, ist das nicht das, was ich tue. Ich bin Ermittler und Diplomat. Wenn ich hier wäre, um gegen sie zu ermitteln, dann würden wir jetzt ein anderes Gespräch führen. Dann würden sie mich auch sicher nicht so offen sehen. Dann würde ich erst versuchen, sehr, sehr viele Informationen über sie herauszufinden. Denn es gibt etwas, was mich von einigen gerüsteten unterscheidet. Mich schickt man nicht, um ein Urteil zu fällen, sondern um herauszufinden, was passiert ist. Gut. Mir ist es nur wichtig, dass Sie das wissen. Sie haben Ihren Platz auf dem Schiff bereits bezahlt. Ich stehe nicht im Weg. Ja, das denke ich. Sonst hätten wir uns vorher wahrscheinlich nicht darauf geeinigt. Ich hoffe nur, an Bord des Schiffes nicht irgendwann ein Dolch zwischen den Rippen oder Gift in meinem Essen zu haben. Keine Sorge. Ich merke daran ja bereits, dass Sie offensichtlich nicht in meinem Fall ermitteln. Selbstverständlich nicht. Reicht mir. Ich habe nur von Ihrem Fall gehört. Ja. Und belassen wir es dabei. Wenn Sie das wünschen. Wenn Sie darüber reden möchten, können wir das gerne zu einem anderen Zeitpunkt tun. Ich denke nicht. Gut. Dann sind Sie ab jetzt für mich Frau Ilariel von Silbersee. Gut. Er lächelt tatsächlich freundlich.
Und es ist... Du glaubst ihm das. Also es ist nicht so diese aufgesetzte Freundlichkeit, die man am Hof sieht. Mhm. Er bemüht sich tatsächlich um Verständnis. Entweder ist er extrem gut da drin, falsche Freundlichkeit vorzutäuschen, oder es ist echte Freundlichkeit. Das sind so die beiden Möglichkeiten. Er verneigt sich dann tatsächlich vor dir. Du würdest sagen, wie es deinem Rang am Hofe gebühren würde, wenn ihr am Hofe wärt. Und das gewöhnen sie sich besser ab an Bord. Das werde ich. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Und dann dreht er sich um und geht. Anstatt runter ins Schankraum zu gehen, drehe ich mich um und gehe in unser Zimmer und mache die Tür zu hinter mir. Mhm. Mit einem Auge habe ich das Gespräch beobachtet von unten. Ja, ja. Ja, wir warten ja mehr oder weniger darauf, dass der an uns vorbeiläuft, damit wir hoch können. Genau. Die gehen dann. Ja. Scheiße, hast du das gesehen? Ich glaube, das steht voll auf die. Und ich glaube, ihr ist das voll unangenehm. Da wäre ich mir nicht so sicher. Aber kannst du ja mal fragen. Ja. Ich stapfe die Treppe hoch. Ich gehe hinterher. Ilari hockt im Raum, hat sich so halb auf den Fenstersims gesetzt und leert gerade die Likörflasche, die sie gerade gekriegt hat. Alter, der steht ja voll auf dich. Aber von mir hat sich noch nie jemand verneigt. Wie abgefahren ist das denn bitte? Wow, Nalani. Was denn? Nein, der steht nicht auf mich. Das glaube ich aber schon. Das ist nicht so alt. Ich sag dir, auf alten Schiffen lernt man, aber egal. Ich habe euch bereits gesagt, wer das ist. Nein, der steht nicht auf mich. Es sah aber ganz freudig aus, als er an uns vorbei ist. Mhm. So sehen solche Leute aus. Ich weiß nicht, wie viel ich ihm glauben soll. Was wollte er von dir? Hat mir zu verstehen gegeben, bereits unten, dass er weiß, wer ich bin. Und wollte mir versichern, dass er nicht wegen mir hier ist. Mhm. Hm. Naja, und wenn schon, ist er wenigstens nah bei uns dran. Glaubst du, er wird uns Probleme machen? Er arbeitet im Moment für die Kundschafter und Cheliax und bevor ich das sage, gucke ich aus dem Fenster, mache das Fenster zu. Mhm. Er arbeitet im Moment für die Kundschafter und für Cheliax. Ich meine, ich würde ihm so weit trauen, wie ich jedem Doppelagenten trauen würde. Wenn du das Fenster zumachst, siehst du übrigens in Reichweite diesen Ara eben in einem Baum sitzen. Ah, ja. Ich drehe mich auch von ihm weg, dass er, falls er Lippen lesen kann, Drecksvieh. Als Ilariel sich wegdreht, schaue ich mal raus aus dem Fenster, sehe ich den Ara auch. Sitzt halt so ein sehr großer Papagei im Baum. Ist das der von ja. Von Jolly Jane? Hey, den kenne ich doch. Ich wink ihm zu. Spionieren, das Mistvieh. Das Fenster ist zu, du hörst nicht, was er sagt. Aber er kann offensichtlich nicht zurückwinken. Gib ihm doch eine Nachricht mit für Jolly Jane. Habe auf deine Kosten Runen an den Schiff anbringen lassen. Liebe Grüße, Mandy. Weißt du was? Das ist sowieso raus. Mach das wirklich mal. Wenn sie jetzt demnächst wutschnaubend auf uns zukommt, wissen wir, dass das Viech ein Spionageviech ist. Ich schreibe eine Nachricht. Mhm. Was schreibst du denn? Ich schreibe, vielen Dank für die Schutzruhen an unserem Schiff. Ich freue mich, dass du so um meine Sicherheit besorgt bist. Mandrakir. What?
Okay. Ich wollte jetzt nicht, dass du dich gleich an... Also, das ist ja praktisch wie schon zum Richtblock hinlaufen. Sie wird lachen, das ist gut so. Das ist genau richtig. Also der Ara kommt dann auf die Fensterbank, nimmt diesen Zettel... Kriegt ein Nüsschen. ...in die Kralle. Kriegt ein Nüsschen, ja, freut ihn. Ja. Und dann fliegt er los. Ich schließe von innen ab, nur falls ihr heute Nacht noch kommt. Ich glaub, stell so einen Stuhl rein und klemm ihn so oben gegen dich. Du weißt, dass dann Duncan auch nicht mehr reinkommt. Boah, da kann sich ja... Der kann ja draußen über den Baum kommen. Durch das geschlossene Fenster. Na, er kann ja klopfen. Im Übrigen kann er das auch an die Tür. Ich würde mir da jetzt gar nicht so viel Sorgen machen. Nein, ich auch nicht. Nein. Olli, Jane und ich, wir sind so. Ja. Ja, gut. Das ist doch schön. Vielleicht haben wir ja dann bald das nächste Hochzeitspärchen. Das ist doch wunderbar. Er ist... Vergiss es. Ja. Ich nehme meine Teile. Muss jetzt erstmal schlafen. Dann legt ihr euch schlafen. Ich, mach das, was ich jeden Abend ein bisschen mache. Ich versuche ungefähr 2 Zeilen vom Logbuch von Amos zu lesen. Mhm. Ich würde auch noch ein bisschen länger wach bleiben, weil ich in dem Buch lese, das Trin mir geschenkt hat. Und würde dann auch sehen, wie du dich abmühst. Und ich klettere auch noch ein wenig. Lesegruppe. Und dann, oh, das bevor wir so Haier machen, lesen wir alle noch ein bisschen. Ja, das sind sehr gebildete Leute. Liest du im Bett? Manche gucken nur die Bilder an. Ich liege im Bett und lese, ja. Mit so einem Kerze da. Und ja. Jetzt, du sagst irgendwann mal, wenn was passt, ich mach das als Ritual jeden Abend jetzt und falls da irgendwann mal was Interessantes ist. Ich wollte bloß warten, bis was Ilariel tun möchte. Ja. Nix, die soll lesen. Also ich höre mir das eine Weile an und dann... Du hörst nix, du siehst nur meinen Finger, der wandert sehr lang. Ja. Dann sehr oft geht er wieder an den Anfang zurück und probiert es nochmal. Aber ich sehe sehr konzentriert aus dabei. Ilariel ist ja gerade so im Unterhemd, schlaffertig. Ach, du ziehst sie zum Schlafen um, krass. Nee, sie zieht sich so manche Sachen aus, okay, weil es knittert dann nämlich sonst. Also sie steht in Unterwäsche auf, nimmt ihre Decke, geht zu dir rüber ins Bett, rutschen. Rutsch mal ein Stück. Das ist ein bisschen, ich stehe eigentlich auf Kerle. Ich muss das nicht so. Ich setz mich einfach aufs Schnippchen und scoote dich so rüber. So. Also. Der Trick ist, wie du es schneller hinkriegst, dass du lernst, dass manche Buchstaben zusammengehören. Und zwar oft. Und dann bringe ich dir so Sachen wie AU bei und EI. So Geschichten, die dann ein bisschen schneller gehen. Um das zu beschleunigen. Ich bin zumindest Mühe. Ja. Also das soll immer Ei heißen. Also wie das Frühstücksei. Genau. Exakt. Also nicht immer, aber die meiste Zeit. Damit ich nehme so einen Stift, mal über so ein EI, mal ich so ein Ei. Mhm. Und AU ist AU. Die meiste Zeit. Ich mal zwei, das heißt, zwei Bluttropfen. Macht Sinn. Du lernst dann mit der Zeit, wenn du das viel übst, einfach, dass diese zwei Symbole zusammen, das kommt dann automatisch in den Kopf. Du musst dann nicht mehr ewig lang jeden einzelnen Buchstaben durchkauen. Ich habe ja immer ein Problem damit, dass ich das jetzt für die Schrift jetzt ganz gut hinkriege, aber dann kommt die nächste und die sieht so komplett anders aus. Welche? Naja, jetzt gib mir mal was du geschrieben hast. Hm? So, jetzt guck dir das doch mal an. Das sieht ja völlig unterschiedlich aus, als wäre das... Gott, das ist... Was soll das? Ah ja, du hast ein Problem mit Schreibschrift.
Klar. Es gibt ja in Golarion garantiert Buchdruck. Ja, natürlich. Ja. Aber ich habe vermutlich, nein, ich habe kein gedrucktes Buch. Nee. Ja, das ist ein Problem. Ja, danke. Kümmere das weiß ich auch. Ja, absolut, ja. Kümmere ich mich drum. Cool. Tun ab und jetzt alle gleich schreiben, finde ich geil, dass du das kannst. Nein. Ich werde dir morgen ein Buch besorgen. Aber eins in gedruckter Form. Da hast du diese verschiedenen Schriften nicht. Ja, aber dann das hilft mir ja doch nichts. Ich will doch das von Amos lesen. Ich weiß, aber dann kannst du erstmal Lesen an sich üben und dann macht auch die Schrift von Amos mehr Sinn, weil dich das weniger ablenkt. Weißt du, wie das funktioniert? Als du... wenn du kämpfst, musstest du dich am Anfang, hast du ja bestimmt auch verschiedene... Also ich kämpfe ja auch so ein bisschen mit dem Degen. Ich meine, am Anfang hast du auch verschiedene Figuren und Attacken und sowas lernen müssen. Das war etwas, das konntest du nicht automatisch. Das hat Zeit gefressen. Mittlerweile ist das in deinen Körper übergegangen und es frisst keine Zeit mehr. Kannst dich mehr auf den Gegner konzentrieren, weil du daran nicht mehr denken musst. Und so ist es dann beim Lesen. Wenn du das Lesen beherrschst, brauchst du dich nicht mehr um die verrückten Schriftarten kümmern, die Leute haben. Du hast mehr Zeit, mehr Kapazität übrig, um dich darum zu kümmern, was das heißen könnte. Also, ich habe das ja schon probiert. Also, ich kann dir ganz klar sagen, dass das mit dem Kämpfen viel einfacher ging, als das mit dem Lesen. Das ist eigentlich nur eine Zeitsache, bin ich mir sicher. Ja, ich würde da gern nicht so viel Zeit. Also, das ist jetzt nicht, also... Aber danke. Besorg mir mal ein Buch. Aber bitte was... Interessantes? Spannend? Blutrünstig wenigstens? Also irgendwie... Oh, bitte. Gut. Ich gebe mir Mühe. Gut, darf ich dann? Ich stehe wirklich und ich schiebe ja, so halb aus dem Bett raus. Sie steht wieder auf und verlässt dein Bett wieder. Gott. Und haut sich auf ihrs. Ei, au, 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 ei. Au, ei? Oh, wei, oh, wei. Jetzt ist Jens stumm. Stimmt, ich hatte mich stumm gestaltet zwischendurch. Tatsächlich merkst du, dass die Tipps, die sie gegeben hat, jetzt schon ein klein bisschen helfen. Es ist nicht mehr ganz so angsteinflößend, diese Buchstaben. Gut, du sagst mir, wenn da was Interessantes drinsteht. Ja, das wollte ich jetzt als nächstes tun. Weil du über diese Schriften gesprochen hast. Du hast das am Anfang mehr so durchgeblättert und auch immer wieder, weil das mit dem Lesen so anstrengend ist, überblätterst du dann irgendwann ein paar Seiten. Ich gucke immer, ob Bilder drin sind. Also sind tatsächlich auch ein paar Sachen, die er gezeichnet hat, drin. Und dann merkst du tatsächlich, dass sich seine Schrift ab einem bestimmten Zeitpunkt ein wenig ändert. Also schlimmer wird oder besser zu lesen? Anders. Also weder schlimmer noch besser, aber sie sieht ein bisschen anders aus. Die meiste Zeit war die Schrift immer so, also Schreibschrift ist ja immer so leicht gekippt. Mhm. Die meiste Zeit war sie nach links gekippt. Ab einem bestimmten Zeitpunkt ist sie mehr nach rechts gekippt. Macht das einen ziemlich harten Schnitt oder passiert das so fließend? Schon. Ja, dann guck ich mal aufs Datum, wo das passiert. Daten stehen da nicht so viele drin. Das ist ein Logbuch. Ja, in dem Bereich nicht. Okay, was ist denn das letzte Datum, was ich lesen kann, bevor es kippt? Tatsächlich? Es geht mir nicht um Tage, es geht mir so um Monate, ja, Jahre. Ne? Das ist der Zeitpunkt, wo du auch
gemerkt hast, dass er irgendwie schroffer geworden ist und immer mal wieder komisch reagiert hat auf Dinge. Das ist doch eine super Info. Weißt du warum? Ich spare mir den ganzen Schmonsens bis 2 Seiten, bevor die Schrift kippt und lies ab da weiter. Gut, das können wir dann beim nächsten Mal so machen. Du guckst da jetzt schon mal durch und du siehst, dass bevor sich das ändert, er alleine unterwegs war. Du weißt, dass er mal mit einem Beiboot allein unterwegs gewesen ist. Und danach schreibt er davon, dass er mit einem Schiffsbrüchigen gesprochen hat. Da ist immer noch alles okay. Nee, ab dem Zeitpunkt schon, mit dem Schiffsbrüchigen. Also wo er zurückkommt und erzählt, dass er mit dem Schiffsbrüchigen gesprochen hat, hat sich auch die Handschrift leicht verändert. Wie gesagt, es ist immer noch die gleiche Schrift, er benutzt immer noch die gleichen Worte, aber irgendwas hat sich da verändert. Gut, ab da lesen wir dann weiter. Genau. Dauert ja auch. Gut. Ihr legt euch dann irgendwann schlafen. Ihr lebt noch alle jeweils in euren Büchern. Und du schläfst auch irgendwann ein. Und das ist so, du merkst gar nicht so richtig, bin ich jetzt schon eingeschlafen, träume ich, bin ich noch wach? So diese Zwischenphase, die man manchmal so hat, wo man nicht richtig weiß, ob man jetzt träumt oder wach ist. Und du bist immer noch in diesem Zimmer, die anderen Betten sind aber leer, also bist du dir einigermaßen sicher, dass das ein Traum ist. Und jemand setzt sich an das Fußende von deinem Bett. Kannst nicht richtig das Gesicht erkennen oder sowas. Du interessierst dich für mich. Versuchst du etwas über mich herauszufinden? Hm? Ist eine Kerze an irgendwo? Ja, neben dir ist eine Kerze an. Ich nehme so die. Kann ich agieren in dem Traum? Ja. Ich nehme die Kerze und leuchte mal in sein Gesicht. Ich will dir necken. Da ist keins. Ah, okay, das ist eine schlechte Idee. Lass die Kerze fallen. Mhm. Du lässt sie fallen und sie steht aber wieder auf diesem Nachttischchen, auf diesem Hocker neben deinem Bett. Sie ist also nicht auf den Boden oder in dein Bett gefallen. Ich mag neugierige Leute. Was willst du wissen? Fangen wir an mit, wer bist du? Na, nicht ganz so schnell. Er kommt so ein Stückchen näher und du hast so den so einen Geruch von Tang, Fisch, irgendwie sowas. Also es riecht so nach Meer. Wir werden uns wiedersehen. Soll ich Amos von dir grüßen? Was denkst du in dem Moment? Nur ein Traum. Was soll das? Es ist so eine Art Traum. Also soll ich ihn grüßen oder nicht?
kann ja nicht schaden. Fein. Wir werden... Sag ihm, wir kommen ihn holen. Dauert nicht mehr lang. Kann ich ihm gerne ausrichten. Wir werden uns wiedersehen. Und dann schläfst du quasi ein. Also wie so, so Träume faden ja dann so weg. Also du kannst nie sagen, okay, jetzt hat der Traum aufgehört. Sondern es dümpelt dann einfach so weg. Und ich würde sagen, an der Stelle beenden wir unseren Ausflug nach Blutbucht heute Abend. Und lassen dich mit diesem Traum ein bisschen nachdenklich zurück. Ich schlafe. Das stimmt. Das stimmt. So kurz. Es waren immerhin auch wieder 2 Stunden. Ja, hör mal. Aus dem Sumpf raus, Heirat engagiert und organisiert, dann... T-Shirt sagt so kurz. Nee, voll viel passiert. Ich finde auch, es ist voll viel passiert heute. Ich verstehe sie, aber es ist schon so kurz. Ja, in dem Fall breche ich jetzt auch ab, weil ja, Duncan nicht da ist. Mhm. Ja, und er wird ja am nächsten Tag wieder da sein. Also es macht keinen Sinn, die Sachen ab dem nächsten Morgen schon wieder zu spielen. Ich will dann wirklich... ja, das ist der schwarze T-Shirt hört uns so gerne zu. Oh. Es war ein schöner Abend heute. Ich hatte sehr viel Spaß heute. Ja. Mhm. Auch. Es war ein guter Abend. Genau, schwarzes T-Shirt, guckt Ilvarandi nochmal von vorne. Schon wieder? Das wievielte T-Shirt, das wievielte Mal jetzt? Gut. Dann ist morgen noch ein Stream und übermorgen tatsächlich auch einer. Wenn technisch alles klappt. Zum zweiten Mal guckt sie es gerade dann. Das geht ja. Morgen ist die Shiraki da. Mhm. Und tatsächlich redet sie über... Horrorkunst. Allerdings mit leichtem Fokus auf die Kunst von Delta Green. Weil ich dem Art Director und einzigen Künstler von Delta Green ein paar Fragen geschickt habe und er sie wirklich beantwortet hat. Sehr schön. Sehr, sehr cool. Sehr gespannt darauf. Freitag gibt's, wenn das technisch bis dahin alles funktioniert, auch einen Stream, auch wenn ich dann nicht dabei bin. Christian Barton und Sidrona von Nadoret sind dann hier und zwar mit der Anna Jäger-Hauer als Zeichnerin. Und sie werden dann ihren nächsten NSC mit Musik und Zeichnung machen hier auf dem Kanal. Das haben sie ja schon mal gemacht mit Martin und Shiraki und machen das dann am Freitag mit einer anderen Künstlerin und einem anderen Musiker. Ich habe leider den Namen von dem Musiker vergessen. Der Christian hat es mir heute gesagt. Markus? Oder bin ich nicht up to date? Ich weiß nicht, wer es ist. Wie auch immer, ich muss den beiden noch beibringen, mit OBS umzugehen. Aber das kriegen wir bis Freitag hin. Das kriegen wir bis Freitag hin. Dann verabschieden wir uns von euch mit dem guten alten irischen Reisesegen. Möge der Wind in eurem Rücken niemals euer eigener sein. Gehabt euch wohl, inshallah, macht's gut, spielt Spiele und liebt euch. Wir sehen uns morgen Abend hier auf dem Kanal wieder. Habt noch einen schönen Abend. Tschüssi. Die letzten Worte